Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir uns Nebenquest 20 gestellt, nämlich der von Emerin, und die war alles andere als angenehm, wie man eventuell gemerkt hat. Also, ja, wir haben uns halbwegs gut geschlagen, haben allerdings auch einige Verluste einstecken müssen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hatte die ersten drei Spotpest-Missionen hintereinander aufgenommen und dann erstmal Pause gemacht und wollte jetzt die anderen drei machen, weil ich mich mental erstmal erholen musste von dieser netten Emerin-Mission. Und man hatte mir versichert, dass die von Emerin wohl wirklich eine der schwereren ist. Allerdings sollen die anderen es auch in sich haben, deswegen bin ich mal gespannt, wie das so laufen wird. Ich würde sagen, wir machen einfach mal völlig uneingenommen weiter mit Nebenquest 21 beim Kriegergrab. Der Geist der Klinge. Dort vorne kann ich eine Art Ruine erkennen. Keine Ruine, meine Dame. Es ist ein Grab, erbaut zu Ehren unserer größten Krieger. Hier liegen jene Krieger, die die Fundamente von Shaun Zinn errichtet haben. Dies geschah jedoch nicht auf die übliche Art, mit Stein und Mörtel. Sie begründeten die Existenz unseres Landes mit ihren Klingen. Jedes wahre Kind von Shaun Zinn kennt ihre Namen wie die der eigenen Familie. Das heilige Schwert, die Dämonenklinge, der rote Griff. Sie mühten sich ihr Leben lang. Erst im Grab fanden sie ihre lang ersehnte Ruhe. Doch nun finden an diesem Ort weder die Toten noch die Lebendigen ihren Frieden. Selbst in der hintersten Ecke wimmelt es noch von Untoten. Kürzlich sind uns üble Gerüchte über diesen Ort zu Ohren gekommen. Dörfler behaupten, sie sahen euren Bruder, Yen Fei, wie er durch die Gewölbe wandelte. Am Tod meines Bruders gibt es nichts zu deuteln. Ich sah es mit eigenen Augen. Die Toten kommen nicht zurück. Nur Narren glauben an etwas anderes. Yen Fei ist für immer fort. Right. Ihr sagt, die Toten kommen nicht zurück. Doch was ist mit den Untoten, meine Dame? Wenn ihr die Untoten in Betracht zieht, ist es durchaus möglich, dass euer Bruder... Schweigt, Ritter! Es ist eine Grausamkeit, solch einen Gedanken zu äußern. Wäre er dem Sensenmann jedoch entwischt, würde ich gerne nochmal mit ihm sprechen. So. Also, ich glaube, es ist uns allen klar, wem wir hier begegnen werden. Ich hatte mir das eigentlich jetzt schon gedacht, als Sairi in dem Gespräch gerade aufgetaucht ist, dass wir vielleicht auf Yen Fei treffen. Das finde ich schön, weil ich habe ja damals echt gedacht, oh mein Gott, muss ich den jetzt wirklich töten oder nicht oder doch? Ich bin ganz froh, dass er scheinbar hier nochmal zurückkehrt. Man hatte mir gesagt, die Vorgehensweise, um den Charakter dieser Episode zu rekrutieren, ist es, dass ich diesen Charakter mit einer bestimmten Person ansprechen muss. Mir wurde aber nicht gesagt, mit welcher. Das soll ich selbst herausfinden. Und ja, es wird höchstwahrscheinlich Sairi sein. Da bin ich doch umso glücklicher, dass ich sie ein bisschen gelevelt habe. Gucken wir uns erstmal die Map an. So, wir haben Schwertmeister auf Level 20 wieder. Also schon so ein paar stärkere Einheiten. Aber diesmal muss ich halt niemanden beschützen. Vielleicht kann ich dann meine Standardarmee, also meine Standard-Spot-Pest-Armee wieder mitnehmen. Da ist Yen Fei als Schwertmeister. Ich hoffe einfach mal, dass er sich halbwegs wehren kann. Das wäre super. Da sind noch ein paar. Donnerschwert, aha. Assassine. Also hier oben sind echt einige Gegner. Dann haben wir hier noch einen untoten Anführer. Okay, also keinen besonderen Boss. Also das freut mich, dass wir Yen Fei jetzt hier wieder treffen. Die Spotpass-Episoden sind ja sowieso so ein bisschen, ja, schwierig, sag ich mal. Einfach, weil man es ja nicht so ganz erklären kann, warum all diese Charaktere auf einmal wieder da sind. Und ich sage mal ganz ehrlich, auf Gangrel hätte ich verzichten können. Valhard ist mir nicht ganz so unsympathisch gewesen. Über Emerin freue ich mich natürlich riesig und auch über Yen Fei. So, gucken wir mal. Crom natürlich, dann Vike und Olivia, mit Kiel und Brady, Tarja und Gaius, Cordelia und Severa, Inigo und Cynthia, Lonsu und Palne und Tiki und Sairi. Das sind die, die ich ganz gerne mitnehmen möchte. Stellen wir Sairi ruhig mal ziemlich weit nach hier vorne. Zack. Zack. Das passt. Und das passt. Okay.
dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Ich bin gespannt. Yanfei ist tot und ich ebenso. Ich gebe seiner Schwester diese Klinge in der Hoffnung, dass sie uns Frieden bringt. Okay. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Packen wir erstmal ein paar Charaktere zusammen. In der letzten Mission habe ich das ja nicht gemacht, weil ich gedacht habe, dass es vielleicht sinnvoller ist, mehr Charaktere zu haben, die potenziell Emerin beschützen können. Aber ich denke, hier kann ich ruhig wieder als Team agieren, soweit es eben geht. Oh, ich hoffe, er kommt uns halbwegs entgegen und läuft jetzt nicht ins Nirgendwo irgendwo hin. Ansonsten wäre vielleicht ein Rettungsstab ganz gut, aber wir gucken mal, vielleicht kriegen wir das ja auch so irgendwie hin. Also ich hoffe echt, dass diese Mission nicht so heftig ist wie die letzte. Das trifft jetzt nicht so genau. Olivia, das sieht schon wesentlich besser aus. Dann mach du das bitte. Ach ja, die Animation. Oh, ich vergesse es jedes Mal. Ich hatte nach dem letzten Part noch mal kurz ein Monster umgenietet, was auf der Weltkarte rumstand, einfach weil. Und da hatte ich die Animation wieder ausgeschaltet. Es ist irgendwie scheinbar mein Hobby. Man kann hier auch so einiges einstellen, hier nur eigene Einheiten, eigener Zug und so. Aber ich will die ganz gerne alle einhaben. Entschuldigung. Das, wie gesagt, vergesse ich ganz gerne mal. So. Du kannst dich schon mal hier positionieren. Du da hinten könntest potenziell einen Bogen haben. Deswegen lassen wir das mal Severa erledigen, auch wenn sie schon um einiges stärker ist als ihre Mutter mittlerweile. Aber das macht ja nichts. Ich sag mal so, ich bin zwar ein großer Fan davon, Charaktere gleichmäßig zu leveln, aber ja, ich nehme es so, wie es kommt. So, Sairi und Tiki. Tiki ist jetzt ja mittlerweile auch mal resettet. Welchen knöpfe ich mir denn vor? Den könnte ich, da habe ich nur 90%, weil das ist noch die höchste Trefferchance. Okay, nehmen wir den. Durch die Wand durch. Also ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen persönliche Präferenz, sag ich mal. Ich habe große Probleme mit Missionen, wo ich Leute beschützen muss. Das hat man im letzten Part, glaube ich, eindrucksvoll gesehen. Deswegen bin ich jetzt nicht unglaublich zuversichtlich, was die hier angeht. Aber ich fühle mich ein bisschen sicherer, sagen wir es mal so. So, und Kjell und Brady stellen sich mal hier hin. Und Crom, du kannst dich mal genau hier hinstellen. So, was passiert jetzt? Du gehst auf uns, ist okay. Also wenn sie nicht schnurstracks zu Yanfei hinlaufen, bin ich schon mal ganz glücklich. Aber ich muss sagen, bislang bin ich doch, obwohl die Spot-Pest-Missionen schwieriger sind, als ich gedacht hätte, positiv überrascht. Also, man hatte... Natürlich triffst du. Aber Yanfei kann auch gut austeilen. Aber man hatte mir ja gesagt, die Spot-Pest-Missionen könnten so ein bisschen die Hauptgeschichte aus dem Kontext reißen. Ich glaube, das ist wirklich so. Hört bitte auf zu treffen, danke. Weil ich denke, wenn ich jetzt vor Grima noch diese Mission gemacht hätte, die sind auch sehr spannend, aber ich glaube, sie hätten so dieses ganze Szenario mit Grima so ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen bin ich schon ganz froh, dass ich sie hinterher mache. Auch wenn die natürlich alle von dem großen Krieg und von Grima reden, aber wir wissen ja, wir könnten Grima jederzeit nochmal herausfordern. Wie er sich heilt. So ein Rettungsstab wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen. Ach, Yanfei kommt hier unten hin, das ist aber nett. Das erspart mir einiges an Arbeit. Ja, also ich denke, es ist schon richtig so gewesen, das nach der Hauptgeschichte zu machen. Das passt ganz gut. Und wie gesagt, ich bin auch positiv überrascht, was das Ganze angeht, weil ich habe echt gedacht, die sind so easy peasy, muss ich nicht viel machen. Und klar wäre das auch ganz angenehm irgendwo, aber so ein bisschen Schwierigkeitsgrad ist schon eigentlich ganz schön. So wie jetzt gerade, das finde ich sehr angenehm, dass man halt vielleicht auch ein bisschen gucken muss. Und deswegen war ich schon ganz froh, dass die schon so ein bisschen schwieriger sind. Und ja,
bin da doch storytechnisch eigentlich ganz begeistert von. So, einmal wechseln und einmal reden. Jetzt bin ich gespannt. Yanfei, vergib mir, aber das kann nicht sein. Wie ist es möglich, dass du lebst? Verzeih mir, aber ich bin nicht mehr dein Bruder, den du kanntest. Wie kannst du so etwas sagen, da ich dich hier vor mir stehen sehe? Weil es wahr ist. Ich bin Yanfei, doch nicht der, den du kennst. Mein Platz ist nicht mehr in dieser Welt. Bitte, Bruder, ich verstehe nicht, wie kann... Warte, Yanfei, geh nicht fort! Okay, aber er hat sich jetzt uns angeschlossen. Das finde ich ganz schön. Vielleicht wird das noch aufgeklärt. Mal schauen. So. Du kommst ganz schön weit. Ihr kommt alle ganz schön weit. So, du kommst bis da. Okay. Schicken wir mal Kiel hier hin. Ja, gut. Du machst mir nicht sonderlich viel Schaden. Nehmen wir ruhig die Kriegerlanze. Dann ist der auf jeden Fall weg. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Spot-Pass-Missionen noch so viel Story haben. Also klar, es sind immer nur so kleine Gespräche, aber man hat so ein bisschen was, was man über die Charaktere noch erfährt und so. Das finde ich eigentlich sehr schön. Die Sache ist, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir lassen die eher auf uns zukommen, als dass wir da jetzt wirklich reinspazieren. So, Severa. Wir könnten mal Chrom und Yanfei zusammenpacken. Dann passiert mir da auch nichts. So, dann gucken wir doch mal. Das ist alles machbar. Aber es ist, glaube ich, sowieso faszinierend, wenn man mal so schaut, meine Meinung zu den einzelnen Missionen, jetzt nicht nur Spotpass, sondern auch Hauptgeschichte, und dann so die Meinung anderer Leute. Es ist immer echt interessant. Weil beispielsweise die Mission von Na, erinnert ihr euch hoffentlich, die fand ich nicht schwer. Also klar, es war so ein paar Gegner, die so ein bisschen gemeiner waren, aber ich fand die prinzipiell nicht schwer. Und es gab einige Leute, die mir geschrieben haben, dass sie die Mission wirklich schwer fanden und die mehrfach machen mussten oder sogar Game Over gegangen sind. Da habe ich mir auch so gedacht, okay. Und ich fand ja die von Severa zum Beispiel echt gemein. Da haben mir viele zugestimmt, aber einige haben auch gesagt, nö, die fand ich gar nicht schwer. Also es kommt, glaube ich, immer darauf an, zum einen, wie das Team aufgestellt ist, ob man die Mission schon kennt und weiß, was man tun muss natürlich, wie man vorgeht, weil manche Züge sind natürlich einfach, ich sag mal, schlauer als andere oder sinnvoller, ob man das jetzt im ersten Moment weiß oder nicht. Keine Ahnung, aber man macht ja intuitiv irgendwelche Spielzüge und manche sind halt einfach besser als andere. Wenn ich die Mission nicht kenne, dann mache ich das, was ich für richtig halte und gewisse Entscheidungen sind dann, wie gesagt, einfach besser als andere. Und ich denke, es kommt auch einfach drauf an, wie man so spielt. Ja, das sieht gut aus. Wenn du eher defensiv spielst, dann fallen dir mit Sicherheit gewisse Missionen einfacher, wo die Gegner langsam auf dich zukommen oder vielleicht auch Missionen, wo du Leute beschützen musst. Wenn du offensiv spielst, vielleicht wiederum andere. Also es ist, glaube ich, echt bei jedem anders. Und ich denke, es gibt genug Leute, die letzte Mission, die wir gemacht haben, einfach fanden und da überhaupt keine Probleme mit hatten. Und es gibt, hoffentlich, auch andere Leute, die sehr wohl Probleme hatten. Also das ist einfach, glaube ich, immer unterschiedlich. Und klar habe ich mich so ein bisschen schlecht hinterher gefühlt, weil ich ja sowohl bei der Valhalla-Mission als auch bei der Emerin-Mission so ein paar Leute verloren habe. Und hätte ich Permadeath an, hätte ich ein Problem gehabt. Da hätte ich dann nämlich vermutlich resetten müssen. Oder ich hätte es geschehen lassen müssen, aber ja, ich wäre, glaube ich, wirklich jemand, der resetten würde. Habe ich aber Severa auch gemacht. Und, ja. Da hätte ich, glaube ich, noch so ein paar mehr Probleme gehabt. Hätte ich die Mission noch ein paar Mal machen müssen. Also klar, ich habe mich schon so ein bisschen schlecht gefühlt hinterher, aber ich habe mir auch gedacht, es ist halt so passiert. Und ich denke, man kann damit leben. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal gut aufgeräumt. Dann können wir langsam aber sicher vorrücken. Wo habe ich jetzt... Ach, hier sind Chrom und
Ian Fey. Ich habe die jetzt aufgrund ihrer Farbgebung nicht so gut gesehen. Kann ich? So. Die rücken nicht auf. Okay. Ich hätte gerne einmal Bradys Pflege für Olivia. Dass die mir nicht abkratzt. Das ist sie ja, glaube ich, schon im letzten Part. Das muss reichen fürs komplette Projekt. So, Palne und Lonzo. Zack, ihr könnt auch einmal wechseln, dann könnt ihr gleich ein bisschen weiterlaufen. Chrom und Yen Fei. Tarja und Gaius. Dann Inigo und Cynthia. Boah, Inigo kann auch schon ganz schön weit laufen, habe ich so das Gefühl. Olivia und Vaik. Und dann da unten noch Sairi und Tiki. Aber sie tun nichts. Die Sache ist, wo kann mich wer erreichen? Die beiden können mich dort links treffen. Hier kann mich nur der... hier kann mich auch zwei erwischen, glaube ich. Der, wenn ich mich jetzt dahin stelle, da kommt nicht so viel an mich ran, habe ich so das Gefühl. Okay. Einmal wechseln. Ihr stellt euch bitte dazu. Ihr könnt das einmal einsammeln. Macht da draußen ja nichts Verrücktes, Kiel. Ich brauche dich, klar. Sieh mich nicht so misstrauisch an. Ich bin stärker als jede andere Frau. Ach Gottchen. Ihr könnt mal hier rüber gehen. Euch stelle ich mal hier auf. Und dann bilden wir hier eine wunderschöne Dreierreihe. So, jetzt müssten wir zumindest ein paar Gegner damit anlocken können. Das tut sogar ein bisschen weh, aber Vaik hat auch verdammt viel KP. Und er crittet. Vaik mit Bogen ist irgendwie auch seltsam, ich weiß nicht. Also Olivia als Assassinin mit Bogen, okay, aber Vaik als Krieger? Aber es ist schon ganz praktisch. Ich will mich nicht beschweren. Aber das gefällt mir schon wesentlich besser. Yen Fei konnte man gut beschützen und leicht rekrutieren. Und, ja, ich kann jetzt die Charaktere so ein bisschen anlocken. Das finde ich auch ganz schön. Triffst du? Wollen wir doch mal gucken. Jawohl. Ansonsten hätte ich einfach mit Tiki angegriffen. Die steht ja hier auch schon parat. So, wir rücken auf. Die Sache ist, du könntest da potenziell angreifen, aber du hast es nicht getan. Das irritiert mich. Ich bleibe jetzt hier stehen. Aber Chrom will ich da ehrlich gesagt... Na, wobei, er steht jetzt auch mitten im Angriffsradius. Nee, jetzt nicht mehr. Weil Chrom ist immer so eine Sache. Wenn der im Angriffsradius steht, dann geht natürlich auch jeder auf Chrom. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Weil der sollte mir nun wirklich nicht abkratzen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich den Avatar mitnehmen würde, der darf auch nicht sterben, meine ich. Aber wir haben ja alles im Griff. Das finde ich wiederum sehr schön. Die wollen aber echt nicht, habe ich so das Gefühl. Du würdest drankommen. Du und du. Gucken wir doch mal. Ich will sie ja, wie gesagt, eigentlich gerne einzeln anlocken. Wechseln wir mal. Und ansonsten, finde ich, stehen wir eigentlich ganz gut. Die wollen aber auch echt nicht auf mich zukommen. Wie fies. Na gut, machen wir es anders. Wir wechseln hier jetzt nochmal, dann können die beiden gleich da hoch. Und dann gucken wir mal. Wie weit kommen die? Nicht so weit. Hat hier irgendwer einen Bogen? Du hättest einen, aber du kommst da oben nicht hin. Gut. Bisschen mehr.
Okay, ist gekauft. Es ist immer so fies, wenn du Gegner anlocken willst und sie lassen sich einfach nicht anlocken, weil das ist für meine Spielweise immer echt etwas gemein. Ach ey, Nico, kleiner Sonnenschein. Meine Güte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dreimal hintereinander Sonne aktiviert? Scheinbar nicht sonderlich gering. Sehr gut. Hätten wir das schon mal. Dann... Das hat noch die höchste Trefferwahrscheinlichkeit. Dann nehmen wir das hier. Und mischen den auch mal ordentlich auf. Ach, Cordelia. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, dass sie mit angreift, aber... hätte sie auch noch ein paar Erfahrungspunkte abkassiert. Du hast auch schon fast wieder Maximum-Level. Aber du hast noch keine Werte auf Maximum. Gut. Ihr kommt da oben ja mit Sicherheit klar. So. Mal kurz den Boss markieren. Stellen wir Olivia mal dort ab. Tiki. Bei den beiden habe ich noch so ein bisschen Angst, deswegen lasse ich sie mal dort in der Ecke. Nein, ich wollte auf Wechseln klicken. So. Taja. Chrom. Passiert jetzt irgendwas? Gut. Ach ja. Also die Mission finde ich doch sehr entspannt. So. Spotpass Mission 1 war angenehm. Spotpass Mission 2 war ein bisschen ungemütlich. 3 war eine Katastrophe. Und 4 ist, glaube ich, doch wieder ganz nett. Das finde ich schön. Das auch. Gut. Bin noch mal sehr gespannt, ob wir das so aufrechterhalten können. Quasi eine Spot-Pass-Mission pro Part. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die letzten beiden vielleicht auch noch ein bisschen länger werden. Einfach weil es die letzten beiden sind. Die haben ja nicht umsonst diese Reihenfolge. Bleiben wir mal hier stehen. Ich habe das Gefühl, der mit dem Bogen wird gleich auf Cynthia zukommen, aber gucken wir mal. Bleiben wir mal hier. Hier. Da. Ich könnte den mit dem Bogen auch einfach ausschalten, aber dann würde ich da voll drin stehen. Andererseits ist es Taja. Ach komm, Taja, du kriegst das hin. Wir wollen doch nicht, dass Cynthia mit einem Bogen abgeschossen wird, weil das könnte doch ziemlich wehtun. Uiuiui. Das war kritisch. Und ich bin vor allem auch auf die DLCs gespannt, weil ich habe mich ja mittlerweile doch so irgendwie so ein bisschen dazu entschieden, die doch alle zu machen. Weil ich war zwischenzeitlich doch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich möchte. Natürlich kommt der Boss. Aber gut. Na gut, du machst mir auch nicht so viel Schaden. Es geht eigentlich. Wenn jetzt nicht jeder andere noch auf Taja draufhaut, geht es. So. Du hast ein Silberschwert, okay. Nope. Wie oft ich hier mal Vergeltung sehe von Cynthia, von Taja. Und die beiden sind noch nicht mal verwandt. Ah, sehr gut. Dann ist der schon mal weg. Es wird. Gut, du gehst auf Chrom, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber damit kann ich leben. Puh.
Und nochmal kurz geheilt, finde ich gut. Eva ist so eine schöne Fähigkeit. Generell gibt es viele schöne Fähigkeiten, die ich so mittlerweile kennengelernt habe. Auch die Brady hat, dass er sich am Anfang der Runde einfach mal um 30% heilt. Das ist natürlich für einen Heiler immer sehr schön. Autsch. Das tat doch weh. Behaltet eure Schwerter bei euch. Ja, du bist auch schon Level 17. Sie werden so schnell erwachsen. Das würde ganz schön wehtun. 30%, wirklich? 30%, wirklich? Gut. Das wäre auch dezent lächerlich gewesen, wenn das getroffen hätte. Möchte ich mal so anmerken. Okay, Crom. Du kannst liebend gerne den Kameraden hier aus dem Weg schaffen. Gerne auch mit Eva. Bist du zumindest wieder vollständig geheilt? War er überhaupt angeschlagen? Ich weiß es gar nicht. Egal, kann ich schaden. Oh, auch schon Level 19. Die sind alle schon so hoch vom Level her mittlerweile, meine Güte. So, was könnt ihr hier oben machen? Ihr kommt zumindest dran. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde vorschlagen, dass Inigo das macht. Weil potenziell könnten hier noch so ein paar Leute mit Bogen rumstehen. Das möchte ich da nicht zwingend riskieren. So. Wie ist es hier? Stellen wir uns mal hier hin und knöpfen uns den hier vor. So viele Gegner sind da, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also die Reihen haben wir eigentlich ganz gut gelichtet, dafür, dass die Gegner vom Level her eigentlich ziemlich hoch sind. Aber es waren auch, wie gesagt, weniger als beim letzten Mal und ich hatte niemanden, der da ziemlich hilflos rumstand. Also Yanfei konnte sich ja zumindest schon mal ein bisschen besser wehren. Aber doch, ich bin sehr froh, dass ich Sairi mitgenommen habe. Ich war mir erst so ein bisschen unsicher, ob ich das möchte. Muss ich ja mal so sagen. Krieger-Axt, Silber-Axt. Nehmen wir ruhig mal die Silber-Axt, die trifft auf jeden Fall. Weil Sairi ist zwar ein cooler Charakter, finde ich persönlich. Man erfährt ja auch so ein bisschen was im Laufe der Hauptgeschichte über sie. Aber irgendwie, ich weiß nicht, konnte ich gar nicht so viel mit ihr anfangen. Bin aber ganz froh, dass ich sie mitgenommen habe. Sonst hätte ich ja noch zusätzlich auf sie aufpassen müssen hier. Ah, da komme ich nicht dran. Aber ihr könnt euch schon mal auf den Weg nach da oben machen. So. Rein theoretisch könnte Gaius hier mal draufhauen. Sehr schön. Ich finde das immer so praktisch, dass die meisten meiner Charaktere zweimal angreifen. Ich meine, gut, ich habe Kriegerwaffen. Ja, mit denen greift man immer zweimal an. Ich weiß. Dennoch. So, erstmal den Boss platt machen. Bevor der noch irgendwem gefährlich wird. Vorteil? Achso, du greifst dann zuerst an. Dafür müsstest du auch treffen. Und dann hattest du auf einmal schon Palnes Hinterpfoten in deinem Gesicht. Ui, das war ein schönes Level-Up. Okay, dann nur noch der Typ da oben. Alles klar. Gaius ist ja jetzt noch so ein bisschen in Gefahr, weil der doch schon ziemlich angeschlagen ist. Mal gucken. Ach, die beiden. Na, du gehst aber tatsächlich auf Inigo. Also ich weiß nicht, wenn ich nur noch ganz alleine auf dem Schlachtfeld wäre, gegen so viele Gegner, ich würde Panik kriegen. Definitiv. Ich würde vielleicht einfach weglaufen. Ist zwar nicht so die feine englische Art, aber... Ne?
Besser als von einer Lanze durchbohrt zu werden, vielleicht. Ui, das waren viele Erfahrungspunkte, nehme ich immer gerne. Doch die Mission fand ich sehr angenehm. Die war jetzt nicht so leicht, aber auch nicht so schwer. Ein schöner Ausgleich für die letzte Mission, die wir hatten. Inigo und Cynthia. Mein Bruder, erkläre dich. Du schiedest dahin, doch nun stehst du vor mir. Wie kannst du ein anderer Yanfei sein als mein Bruder? Vielleicht kommt er aus einer anderen Welt oder gar aus einer anderen Zeit? Das würde mich jetzt nicht allzu sehr überraschen. Ja gut, genau so ist es. Wenn du jedoch aus der Zukunft bist, wie kann es... Eine andere Zukunft mit einer anderen, fürchterlichen, grausamen Vergangenheit. Das Leben verlor seinen Sinn, als ich das Teuerste nicht zu schützen vermochte. Es war nicht mein Wunsch, in diese Welt zu kommen. Das Schicksal jedoch scheint einen Sinn für Ironie zu haben. Das Teuerste nicht zu schützen vermochte? Ihr konntet eure Schwester nicht schützen. Ihr meint Sairi, richtig? So ist es. Du liebst an meiner Stelle? Ich war schwach. Ich konnte das Opfer nicht bringen, um dich zu schützen. Ich bin froh, dass der Yanfei aus dieser Welt aus härterem Holz geschnitzt war. Verdammt soll er sein. Er hatte nicht das Recht, diese Wahl für mich zu treffen. Ich wünschte mir, er hätte dieselbe Wahl wie du getroffen. Ich wünschte, er wäre immer noch ein freier, glücklicher Mann. Ein Gefühl, das ich nur allzu gut kenne. Yanfei. Sairi, ich bin nicht dein Bruder und du bist nicht meine Schwester. Doch lass mich für die Sünden früherer Tage Buße tragen. Diese Klinge soll dir dienen. Oh. Das haben sie wenigstens vernünftig erklärt. Nicht über Emerin oder so. Die Sache ist die, beide haben sich quasi für den jeweils anderen geopfert in ihrer Zeitlinie und deswegen können sie halt genau nachvollziehen, wie sich der jeweils andere fühlt. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Und ich meine, wenn er vielleicht sowieso nicht weiß, wie er zurückkehren kann, beziehungsweise wenn seine Zukunft sowieso oder seine Zeitlinie sowieso nicht lebenswert ist, kann er doch auch hier bleiben mit Sairi zusammen und alle sind glücklich. Kannst du? Moment, wo bist du? Wieso kann jeder einen S-Support mit mir haben? Nee. Also, Yanfei kann ich ja noch halbwegs tolerieren, aber Walhard und vor allen Dingen Gangrel, nein, immer noch nicht. Gut, dann haben wir noch zwei Spot-Pass-Missionen, nämlich Nebenquest 23 und 22 und der werden wir uns natürlich im nächsten Part auch stellen. Ich bin gespannt. Also wie ich gehört habe von meinen doch ziemlich zuverlässigen Quellen, soll die halt auch wieder so auf dem Niveau von der Emerin-Mission sein, also auch ein bisschen schwerer. Mal gucken, weil es geht dabei auch irgendwie darum, dass irgendwer überlebt und ihr wisst, sowas kann ich nicht so gut, aber mal schauen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Awakening und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.